Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, wir sind heute wieder im Wald für euch unterwegs. Diesmal mit dem Thema Naturführung, was kommt danach? In diesem Video erklären wir euch Unterschiede zwischen Laub- und Nadelwald-Naturführung, und zwar zwischen der Etablierungsphase, nachdem die Naturführung da ist und sich etabliert hat, und der ersten Durchforstung. Das ist für uns eine ganz wichtige Zeit, und da zeigen wir euch, was ihr in dieser Zeit nutzen, machen könnt, und wenn ihr Maßnahmen macht, wie ihr die kalkulieren könnt und ob überhaupt Maßnahmen notwendig sind. Ja, ich stehe jetzt hier in einer größeren Fläche Naturführung aus vor allem Fichten, ein paar Lärchen, Kiefern und auch ein paar Mischbaumarten. Und natürlich stelle ich mir hier natürlich als Waldbesitzer die Frage, lasse ich einfach alles wachsen oder mache ich einen Eingriff? Ihr kennt das sicher aus eurem eigenen Wald. Und da ist natürlich immer die Frage, was ich für Ziel verfolge. Hier auf dieser Fläche habe ich ganz viele einzelne Bäume. Und zwar, die Natur hat mich da reichlich beschenkt, das ist toll erstmal. Aber natürlich, diese Bäume haben unterschiedliches Wuchsverhalten. Und deswegen gehe ich jetzt her. Die Bäume haben sich etabliert, die sind 1,50 hoch oder sogar 2, 3, 5 Meter hoch. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, wie sie mit diesem kleinen Standort zurechtkommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich die einzelnen Bäume fördern? Und natürlich ist in so einem Wald draußen die Nährstoffe begrenzt, das Licht ist begrenzt und das Wasser ist begrenzt. Und dadurch, dass so viele Bäume auf dem engen Raum sind, ist es notwendig aus meiner Sicht, dass man auch einen Eingriff macht. Weil hier stehen vielleicht auf einem Hektar an die 5.000, 6.000, 7.000 Bäumchen. Während wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Fläche aufforsten würde, würde ich vielleicht 2.500 Bäumchen setzen. Weil draußen in unserem Wald natürlich mit der Aufforstung haben wir einen guten Kompromiss geschlossen zwischen Ökologie und Ökonomie. Das heißt, einmal das, was der Baum von Natur aus für einen Standraum braucht, also dass er sich bewegen kann, dass er einfach wachsen kann sozusagen, und auch den Anforderungen später an den Baum, welches Holz produziert werden kann. Dieser Kompromiss machen wir draußen mit den Pflanzverbänden. In der Naturführung ist das natürlich nicht da, sondern da wächst es, wie es wächst, und zwar reichlich, und das ist gut. Aber dazu muss ich halt dann einen Eingriff starten. Und hier beim Nadelholz geht es darum, dass ich hier eingreife und den Standraum einfach verbessert für das einzelne Bäumchen. Und bei der Fichte im Speziellen geht es darum, dass ich einfach die grüne, lange Krone erhalte oder fördere in dem Fall. Und es geht nur, wenn der Baum ein bisschen frei steht. Und dazu muss ich halt den Konkurrenten daneben entfernen. Und da kann man jetzt so vorgehen, dass ich alle 2-3 Meter ein Bäumchen freistelle. Oder wie hier ein bisschen weiter, also alle 6, 7 oder 8 Meter mal ein Bäumchen freistelle. Das ist jetzt einfach im Ermessen des Waldbesitzers, was er für Ziel verfolgt. Das ist das eine bei der Fichte. Das andere bei der Kiefer ist so, die muss ich ein bisschen helfen. Auch wenn sie in den ersten Jahren schneller wächst, hat sie trotzdem im Vergleich zur Fichte einfach ein bisschen konkurrenzschwache Baumart, die sie nicht gleich durchsetzt. Und wenn ich hier zum Beispiel das einfach wachsen lasse, ist die Gefahr schon da, dass die Kiefer, dass ich die Großteil jetzt in diesen nächsten 10 Jahren verliere. Dann gibt es hier auch eine Lärche zum Beispiel. Das ist eine wunderbare Baumart, Nadelbaumart bei uns, die kann schnell wachsen, gerade die ersten Jahre, die muss ich sofort freistellen, weil wenn die unter Konkurrenzdruck kommt und sich nicht durchsetzen kann, das kann ich später nicht mehr aufholen. Und ein anderes Ziel für diesen Eingriff ist natürlich auch, auf dieser Fläche kommt auch hier und da mal eine seltene Baumart vor. Das kann einmal eine Buche sein, eine Roteiche oder auch am Waldrand draußen dann mal Weichlaubholz, das für unsere Ökologie, für Bienen, für Insekten allgemein gut ist oder auch für die Vögel. Dann kann ich solche Baumarten im Zuge so einen Eingriff einfach einmal fördern. Und das ist ganz wichtig. Was man als Waldbesitzer noch wissen muss, ist natürlich, wenn ich hier jetzt eingreife, hier haben wir schon unterschiedliche Höhen.
dann ist das auch eine beschwerliche Arbeit, die auch keinen Ertrag bringt. Also ich entferne die Bäumchen, lasse sie liegen. Da stellt sich natürlich erst einmal die Frage, kann ich es selber machen oder kann es ein Unternehmer machen? Und wann kann ich die Arbeit machen? Hier bin ich im Nadelwaldbereich, habe ich natürlich, wenn ich einen Eingriff mache, auch Waldschutzgesichtspunkte zu berücksichtigen. Darum mache ich so eine Arbeit eher im Herbst, also September, Oktober, je nach Wettersituation, weil das Holz, was liegen bleibt, ist dann für den Kupferstecher nicht mehr fängig, weil es einfach zu kalt wird. Das kann dann austrocknen auf der Fläche über den Winter. Habe ich kein Waldschutzproblem. Wenn ich es jetzt im Sommer mache, könnte ein Problem entstehen und das möchte ich ja nicht. So, und jetzt zeige ich euch, was ich konkret hier auf dieser Fläche gemacht habe. Hier steht eine Lärche, die ist aus Naturfängen entstanden, ein wunderschöner Baum. Also so soll es sein, man freut sich natürlich über sowas und die ist gerade gewachsen. Und die ist aber hier wirklich im Umkreis von Fichten gestanden und eher selten und der muss ich helfen. Und wenn ich das jetzt versäumt hätte, dann wäre die untergegangen. Später in 10 Jahren hätte ich keine Lärche da stehen. Und jetzt ist dadurch, dass es freigestellt hat, freut sich der Baum, der kann seine mehr Licht bekommen. Und nebenbei hat er auch die Möglichkeit, auf diesem kleinen Standort mehr Wasser zu bekommen. Und das hilft ihm, sich da nach der Etablierungsphase auch wirklich, so wie der Baum das auch möchte, hochzuwachsen. Und dann, er hat viele Nadeln, also da stirbt nichts ab. Und dann kann er auch Holz produzieren. Das heißt, das Wachstum von diesem Baum wird gefördert und das ist ja mein Ziel. Und ich möchte auch hier einzelne Lärchen in diesem Bestand erhalten oder auch sozusagen fördern. Dann schauen wir weiter zum nächsten Beispiel. Da setze ich jetzt Kiefern. Da sind gleich 2, 3 Kiefern. Die lassen wir auch manchmal so in einer Gruppe stehen. Die Kiefer ist halt... Ja, die braucht halt bestimmte Bedingungen, dass sie sich überhaupt ansammelt. Ein bisschen eine Bodenverwundung, das hat hier funktioniert und es ist einfach schade, wenn die dann untergeht. Und die wächst im Vergleich zur Fichte hier ein bisschen langsamer. Und, aber als Nadelbaumart, auf so, das ist so ein Sandstandort, sandiger Lehmstandort, da ist die Kiefer bei uns auf jeden Fall eine willkommene Mischbaumart. Und die möchte ich gerne auch im nächsten Bestand haben. Und deswegen habe ich die auch konsequent freigestellt. Und ich hoffe, dass da einfach diese Kiefern nach oben wachsen und dann auch eine schöne Mischbaumart zur Fichte, zu diesem Zukunftswald hier bilden können. Ja, und dann bin ich natürlich weiter und habe hier zum Beispiel schon Fichten, die dann schon etwas größer sind. Da muss man natürlich jetzt nicht unbedingt genauso vorgehen, sondern das ist ja ganz unterschiedlich bei der Naturführung, je nachdem, wann man kommt. Da bin ich schon viel zu spät eigentlich dran und da schaue ich halt, wenn ein schöner Baum dabei ist, dann kann ich den Konkurrenten schon wegtun oder lasse ihn in der Gruppe stehen, wenn jetzt keine andere Baumart gefährdet ist. Und so habe ich dann als Ziel einfach diese Standraumerweiterung, Förderung von den einzelnen Baumarten, auch Mischbaumarten. Und wenn ich das so mache, kurz zu den Kosten, dann habe ich auf einen Hektar, muss man einfach rechnen, dass ich ungefähr 40 Stunden brauche. Also es werden mir 1400, 1500 Euro kosten. Ihr habt oft einen kleineren Wald. Wenn man es jetzt einfach runterrechnet auf 1000 Quadratmeter Naturverjüngung, dann wird euch das 150 Euro, vielleicht bei einer kleineren Fläche einmal 50 Euro mehr, je nachdem, also an die 200 Euro kosten. Aber das ist ein wertvolles, eine gute Investition, weil man einfach hier diese wichtige Phase, 10, 15 Jahre, bis die Bäume nach oben wachsen, nicht verstreichen lassen, sondern eher einen kleinen Eingriff gestalten, weil hier halt Fichte zu erzielen ist aus Naturfängen, die einfach eine grüne Krone hat, die man später nicht mehr nachholen kann. Und zum Beispiel Mischbaumarten wie ein Kiefer oder auch wie eine Lärche kann man hier fördern. Wenn man das versäumt, kann man später nicht mehr nachholen. Oder auch im Randbereich einzelne Laubbäume, die für die Natur ganz gut ist, kann man Vogelbeere zum Beispiel oder andere Beerenarten oder Wildobst, kann man gut erhalten im Zuge dieses Ersteingriffes schon. Und genauso kann man auch im Bestand drin einzelne Laubhölzer, die den Boden zum Beispiel verbessern können, die kann man hier erhalten.
Später beim Ersteingriff kann es auch schon mal zu spät sein. Darum ist es wichtig, dieses Stadium zu nutzen. Und wir sehen uns als nächstes im Blauwald. Hier bin ich in einem Buchen-Naturverjüngungseckerl, so wie es ihr wahrscheinlich euren Wald auch vorkommen könnte. Beim Laubholz hier bei der Buche, da geht es darum, in diesem Stadium einfach Qualitätssicherung zu betreiben. Also hier, die Buche ist ein stabiler Baum eher und da kann nicht genug nachkommen. Das heißt, ich lasse die Buche jetzt in diesem Alter erst einmal wachsen, weil durch den Dichtstand fördert sich die Buche und dann kommt die natürliche Astreinigung. Und darum mache ich hier keine Eingriffe. Natürlich ist hier entscheidend, wenn ihr so eine Buche habt und ihr möchtet, dass hier eine Buche kommt, dann muss ich ringsum die Bäume eher stehen lassen. Also es kommt hier vor allem auf die Lichtverhältnisse an. Und wenn hier mehr Schatten ist, dann fördert dich die Buche. Wenn ich zu viel Licht gebe, passiert natürlich das umgekehrt. Dann ist eine Lichtbaum, die einfach durchschießt. Das kommt immer auf das Ziel drauf an. Wenn ich hier Buche möchte, wie gesagt, lasse ich es eher dicht. Wenn ich hier einzelne Nadelbäume habe und möchte die auch fördern, kann ich die natürlich auch in der Buche freistellen. Natürlich, dann habe ich als Ziel natürlich bis zur ersten Forstung, dass ich einen Mischwald entstehen lassen kann. Und ganz wichtig im Laubholz eben diese Qualitätssicherung durch Lichtsteuerung und erst mal beobachten, wie sich die Buche da zum Beispiel entwickelt. Und dann bis die nächsten 10, 15 Jahre muss ich halt schauen, wenn sich ein Protzer entwickelt, kann ich den ringeln, kann ich den einmal entfernen, dass sich halt möglichst eine feinastige Buche nach oben bewegt. Ja, als Zusammenfassung jetzt am Schluss ist es so, ihr habt es gesehen, Naturführung ist dann wertvoll, wenn ich die Zeit zwischen der Etablierung und der Erstforstung auch gut nutze. Beim Nadelwald ist es ganz wichtig, dass ich eine Standraumkorrektur mache, dass ich einfach da schaue, dass diese einzelnen Nadelbäume auch wirklich einen guten Kleinstandort finden, also freistellen und auch Mischbaumarten fördere. Und beim Laubwald ist es natürlich je nach Baumart wichtig, bei Laubwald eher dicht halten, Qualitätssicherung, also schauen über die Lichtsteuerung. Habe ich eine Lichtbaumart wie die Eiche oder wie Edellaubholz, muss ich ein bisschen mehr Licht geben, auch in der Phase, weil sonst verliere ich einfach die Naturführung. Und wenn ich eine Buche habe, dann halte ich das eher dicht, weil die Buche mit Schatten ganz gut leben kann. In beiden Fällen ist es aber auch wichtig, dass ich diese Phase begleite, durch regelmäßige Kontrollbegänge und schaue, was ist mein Ziel. Wenn Mischbaumarten im Nadelwald vorkommen, kann ich einmal die freistellen. Und wenn Mischbaumarten im Laubwald vorkommen, wie zum Beispiel eine Fichte, eine Douglasie, eine Tanne, egal was, oder eine Lärche, dann muss ich die natürlich auch freistellen. Also je nach Lichtverhältnisse muss ich einfach immer wieder mal schauen und auch einmal zu notwendiger Weise eine Kurskorrektur machen. Und dann steht natürlich dem Ziel eines Mischwaldes oder eines neuen Waldes für die Erstdurchforstung nichts mehr im Wege. Und dann bin ich eigentlich gut gewappnet und kann dann in der Erstdurchforstungsphase tatsächlich das erste Mal Sortimente rausschneiden. Viel Freude im Wald!